Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Phanuel Hieber. Ich bin seit über 6 Jahren bei Vector und arbeite aktuell als Smart Charging Coach. Ich freue mich, Ihnen heute zeigen zu können, wie Sie mit unserem CANoe TestPackage EV und dem vVIRTUALtarget ein Software-in-the-Loop-Setup aufsetzen können, damit Sie Ihr Ladesteuergerät möglichst früh im Entwicklungsprozess testen können. Starten möchte ich damit, dass ich Ihnen nochmal das CANoe TestPackage EV vorstelle. Das Package beinhaltet alle wichtigen Conformance- und Interoperabilitätstests für Elektrofahrzeuge. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, mit dem CANoe TestPackage EV ein V-Test-Studio-Projekt herauszugenerieren. In dem Projekt befinden sich alle wichtigen Testcases und der Source-Code. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, zu jeder Zeit nachzuvollziehen, was macht der Testcase und was wird getestet. Aus dem V-Test-Studio-Projekt generieren Sie sich die Test-Unit. Und die Test-Unit können Sie sich entweder in Ihre eigene CANoe, vielleicht sogar schon bestehende CANoe-Konfiguration einhängen oder Sie können sich eine Sample-Konfiguration aus dem CANoe Test Package EV herausgenerieren. Wir unterstützen das TCS-Protokoll, das heißt die DIN 7022 und die ISO 15118. Dann unterstützen wir den chinesischen Standard GPT und wir werden in Zukunft auch den japanischen Standard CHAdeMO unterstützen. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an Fahrzeugen, die wir die letzten Jahre getestet haben. Wir bieten jedem Kunden, der Interesse an unserem CANoe Test Package EV hat, die Möglichkeit, uns in Stuttgart zu besuchen, um einmal die Testcases gegen sein Fahrzeug laufen zu lassen. Dabei haben wir bei dem einen oder anderen Kunden auch Fehler in der Ladekommunikation gefunden. Meistens war der Wunsch des Kunden dann, nach 2 oder 3 Wochen wiederzukommen, um zu überprüfen, ob der Fehler behoben wurde. Wir haben dann nochmal den genauen Ablauf mit dem Kunden analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass es eigentlich doch sinnvoller wäre, früher zu testen. Das heißt, das werde ich jetzt nochmal im nächsten Bild zeigen. Wie bereits erwähnt, haben wir im Fahrzeug einen Fehler oder Bug gefunden. Dieser Fehler wurde dann an den Tier 1 gemeldet, weil er meistens in der Basissoftware, Softwarekomponente oder in der Konfiguration behoben werden musste. Der Tier 1 musste anschließend seine Software wieder in die ECU integrieren, testen, an den OEM liefern. Der OEM hat diese Software wieder in sein Fahrzeug integrieren müssen und anschließend konnte man erst wieder testen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, um testen zu können. Wir waren dann, sind schon sehr schnell zu dem Schluss gekommen mit dem Kunden, dass man noch eigentlich so früh wie möglich testen sollte, am besten bereits auf Software-Ebene mit Software in the Loop und unserem CANoe Test Package EV. Am besten schon beim Tier 1. Wir haben auch bei Kunden gesehen, die unser CANoe Test Package EV als Akzeptanztests einsetzen. Das heißt, der Tier 1 zeigt mit einem bestandenen Conformance-Test, dass er alle wichtigen Anforderungen der Ladekommunikation implementiert hat. Und der OEM kann somit sicher sein, dass die Software einen guten Grad an Qualität hat. Bevor ich jetzt genauer auf Software Loop nochmal eingehe, möchte ich nochmal einen Überblick zeigen, auf welchen Ebenen wir unsere Kunden mit unserem CANoe Test Package EV unterstützen. Wie auf den Bildern gezeigt, besteht die Möglichkeit, unser CANoe Test Package EV auf einem CCTS, einem CHA-NCCS-Testsystem laufen zu lassen. Das heißt, die Tests sind dann auf Fahrzeugebene ausführbar. Es besteht auch die Möglichkeit, mit einem VT-System eine ECU zu testen. Und heute soll es darum gehen, wie man mit vVIRTUALtarget ein Software-in-the-Loop-Setup aufbaut, um bereits
wenn man vielleicht noch gar keine Hardware hat, testen zu können. Sehr schön sieht man hier, dass man auf allen Ebenen immer mit den gleichen Testcases testen kann. Das heißt, das CANoe TestPackage EV kann sowohl Fahrzeug-, Steuergeräte- und Software-Ebene eingesetzt werden und alle verwenden die gleichen Testcases. Was ist das vVIRTUALtarget genau? Mit dem vVIRTUALtarget lassen sich ECUs virtualisieren. Das heißt, Sie können ja AUTOSAR Classic oder auch AUTOSAR Adaptive Steuergerät virtualisieren, wenn Sie zum Beispiel noch kein Steuergerät haben. So sieht der Workflow aus von vVIRTUALtarget. Sie haben hier in der Mitte die Möglichkeit, über Dual Target auszuwählen, ob Sie entweder eine Solution für Ihr Steuergerät erstellen wollen oder für eine Virtualisierung über vVIRTUALtarget. Das heißt, Sie haben hier ein bestimmtes vVIRTUALtarget OS und ein vVIRTUALtarget MCAL, der es ermöglicht, Ihren Embedded Stack in CANoe laufen zu lassen. Das heißt, Sie generieren hier eine DLL, die Sie in CANoe einhängen können und diese DLL können Sie dann mit CANoe testen. Jetzt ist es so, Sie können entweder eigene Testcases schreiben oder wie jetzt in unserem Fall, können Sie diese Testcases in Form des CANoe Test Package EV von uns kaufen und haben somit die Möglichkeit, Ihr Steuergerät zu testen. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie diese virtuelle ECU in Form der DLL mit unserem CANoe Test Package EV verbinden können. Wie eingangs bereits erwähnt, generieren Sie mit dem CANoe Test Package EV ein VT Studio Projekt, in dem sich die Conformance Tests befinden. Dieses Projekt erzeugt eine Test Unit in Form einer VTU-Exe, die Sie in CANoe einhängen können. Und mit dem vVIRTUALtarget erstellen Sie eine DLL. Und diese DLL hängen Sie ebenfalls in CANoe ein. Sie müssen hier nur darauf achten, dass im vVIRTUALtarget und im VT Studio der Netzwerkname den gleichen Namen hat. Dann werden sich die beiden hier in CANoe finden und Sie können anfangen zu testen. Wir stimulieren die virtuelle ECU über Systemvariablen. Das heißt, darüber bilden wir den Proximity Pin und Control Pilot ab. Und diesen gesamten Aufbau können Sie auch direkt bei uns kaufen, wenn Sie den Charge Stack bestellen. Das heißt, Sie können hier das Microsoft Charge Getting Started Package kaufen. Das heißt, über die Anbindung müssen Sie sich dann gar keine Gedanken mehr machen. Das bekommen Sie alle schon geliefert in diesem Setup. So kommen wir zum Schluss. Was sind die Vorteile vom vVIRTUALtarget und unserem CANoe Test Package EV? Wie eingangs bereits erwähnt und auch mit dem Kunden analysiert, bekommen Sie sehr früh für Ihren Code Feedback in Form von, wenn Sie Continuous Integration und Continuous Testing einsetzen mit einem Software-in-the-Loop-Setup. Sie können, da Sie fertige Testcases haben, ein Test-Driven Development durchführen, indem Sie Ihre Applikation gegen fertige und standardisierte Tests testen. Sie können viel, viel schneller Tests ausführen, wenn sie virtualisiert sind, im Vergleich, wenn sie auf Hardware laufen würden. Sie sind hardwareunabhängig. Das heißt, sie sind nicht auf eine limitierte Anzahl an A- und B-Samples angewiesen. Oder wenn sie im Homeoffice arbeiten und sie vielleicht gar keine Hardware gerade zur Verfügung haben. Das heißt auch, sie können diese Testumgebung einfach auf mehrere Arbeitsplätze verteilen und dort ausführen. Dann sind die Testcases reproduzierbar, sowohl beim T1 als auch bei OEM, da sie sich immer, egal ob sie eine virtuelle ECU haben, eine ECU oder ein Fahrzeug, immer die gleichen Testcases verwenden können. Dann haben sie mit der Virtualisierung viel einfacher die Möglichkeit, auf interne Variablen zuzugreifen oder zu debuggen. Das ist viel schwerer,
wenn Sie eine auf ECU-Ebene testen oder auf Fahrzeugebene. Sie haben dann nur noch die Möglichkeit, über Diagnose darauf zugreifen zu können. Und noch ein großer Vorteil ist, Sie haben die Möglichkeit, parallel Tests auszuführen. Das heißt, Sie lassen mehrere Varianten auf Ihrem Server laufen. So, wie sieht es zukünftig? Welche zukünftig haben wir noch Möglichkeiten? Sie können mit dem CANoe for Software Server Edition auf einem Linux- oder Windows-Server die Tests ausführen. Das heißt, Sie haben da über Jenkins die Möglichkeit, Ihre Continuous Integration Environment anzubinden. Dann werden wir in Zukunft auch ein CANoe TestPackage EVSI haben, mit dem Sie Testcases für Ladesäulen haben. Und hier werden wir auch alles Entwicklungsebenen unterstützen. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass ich Ihnen unsere Produkte vorstellen konnte.